don't you know when the wind don't blow, the red dead sun burning up our homes. Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2 und wir jagen heute wieder ein legendäres Tier und zwar den legendären Elch. Ihr seht hier auf der Karte, ist er markiert mit dem Krönchen. Ich hatte mir auch eine Position dahin gemacht, um dahin zu reisen eigentlich. So, und jetzt befinden wir uns aber schon hier auf dieser kleinen Insel und da ist auch schon der erste Hinweis. Ihr seht das Fragezeichen hier leuchten. Und wenn ihr wissen wollt, wo das hier ist, das ist ganz oben im Nordosten über Ansburg. Im obersten Zipfel der Karte. Und nochmal für den Überblick. Ihr seht mein markiertes Kreuz hier oben. Und da befinden wir uns gerade. Und deswegen würde ich sagen, wir jagen jetzt mal ein bisschen Elch. Dafür brauche ich aber erstmal noch eine gescheite Waffe. Mit dem Bogen würde es zwar auch gehen, aber ich nehme dann doch lieber mein, halt, da ist es schon, mein Rolling Block Scharfschützengewehr. Das hat dann doch ein bisschen mehr Rums. Wir lassen unser Pferdchen hier. Und ich würde sagen, wir machen das auch noch gerade mal sauber. Ihr seht, ein wunderschönes Gewehr. Und das werden wir jetzt mal ganz kurz reinigen, damit auch wirklich das bei voller Kraft ist, weil der Elch ist schon eine harte Nummer. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich auf Anhieb treffen werden. Ansonsten müssen wir es halt dann nochmal probieren. So, gut. Also, wir gucken uns den ersten Hinweis an. Der befindet sich genau hier am Baum. Da hat er wohl sein Geweih etwas gestutzt. Oder vom Moos befreit. Und wir müssen hier durchs Wasser, so wie es aussieht. Ja, der ist hier durchs Wasser marschiert. Also gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Schade, den Bock hätte ich auch gerne geschossen, wenn er ein perfektes Fell gehabt hätte. So, und hier auf der anderen Seite müssen wir jetzt nochmal gucken. Da hinten ist die neue Markierung. Die zweite dann. Ich glaube, hier in dem Gebiet bleiben wir auch gleich noch ein bisschen. Ich würde gerne hier noch ein bisschen jagen. Jetzt sind wir drüber rausgelatscht anscheinend. Ja, super. Wahrscheinlich wieder ein Köttelhaufen. Genau, da unten liegen sie. Okay, wir probieren wieder ein bisschen Elchlosung. So, das war Hinweis Nummer 2. Und wir müssen jetzt in welche Richtung, bitte? Hallo? Hier lang? Naja, gut. Okay, dann fange ich mal an. So, sehen wir von hier den dritten Hinweis schon? Nö. Ich sehe noch nix. Hoffentlich haben wir ihn jetzt nicht verloren. Uns halt hier jetzt mal ein bisschen umgucken. Irgendwie ist er hier die Spur fertig, oder? Kann das sein? Ja, hier endet die Spur. Also müssen wir hier mal Ausschau halten nach dem dritten Hinweis. Da sind nur Gebüsche, Pflanzen, die man sammeln kann. Ja, ganz geil. Bin schwerstens begeistert. Gehen jetzt einfach mal ein Stück in die Richtung. Zwischen den Bäumen kann man das auch nicht so super erkennen. Ah, da ist sehen. Da ist der letzte Hinweis. Da können wir jetzt nochmal hinspurten. Irgendwo hier. Ja, da mittendrin.
Hier muss er jetzt gleich kommen. Hier liegt ein bisschen Fell. Das gucken wir uns auch an. Da oben steht er. Seht ihr? Zeigen euch mal ein bisschen näher. Warte mal. Da ist er. Da steht er. Die Sau. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir schleichen uns wieder ein bisschen ran. Eine gute Position für einen schönen Schuss kriegen. Darf uns jetzt nur nicht abhanden kommen. Weil der rennt gerne weg. Und dann haben wir nämlich wirklich gelitten. Dann müssen wir wieder Tage warten, bis er hier wieder auftaucht. Schönen Headshot verpassen. Das sollten wir ihm am besten. Dreht uns aber immer schön den Arsch zu. Ich mich mal hier um die Felsen rum. So, jetzt kriegen wir ihn schön rein. Jetzt haben wir ihn. Drei Schuss hat es viel gebraucht, mein lieber Herr Gesangsverein. Ganz schön dickes Fell. Oh, hier gab es Oregano. Warte mal, bevor ich es wieder vergesse. Das ist nämlich auch von Handheiser Wichtigkeit für meine Kräuterquest. Wo war er denn jetzt? Hier. Ist hier noch mehr? Sorry, wenn ich jetzt ganz kurz das mit dem Elch unterbreche, aber das mit dem Oregano ist echt brandwichtig. Ich muss nämlich irgendwas herstellen mit Salbei und dann brauche ich noch was mit Oregano und ach du ahnst es nicht. So, maximale Anzahl, gut, dann können wir jetzt zum Elch. Entschuldigung für die kleine Unterbrechung. Und hier liegt das stolze Stück. Wir können jetzt nochmal unser Pferd rufen, dass es mal beikommt. Da wollte schon einer naschen. Habt ihr gesehen, der Kojote? Die alte Sau. Wie, ich kann es nicht mehr häuten. Willst du mich verarschen? Ich war gerade eine Minute weg. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist jetzt ein Witz, oder? Das Vieh gibt's nur einmal. Und ich habe jetzt wegen dem Oregano... der ist jetzt innerhalb von 2 Minuten verwest. Willst du mich verarschen? Gut, ich hoffe, dass das Fell und das Gehörn, glaube ich, brauchen wir auch beim Trapper vorfindet, weil das wird ja wohl gespeichert, glaube ich, soweit ich das jetzt in Erfahrung bringen konnte. Das verlieren wir also nicht, aber ich finde es halt schade, dass ich jetzt euch die Animation vom Looten nicht zeigen konnte. Was ist das hier? Ein Pilz. Haben wir auch noch nicht. Gut. Da wir ja auch immer noch das andere legendäre Fell bei uns tragen, müssen wir sowieso demnächst mal zum Trapper und das werden wir dann in der nächsten Folge machen. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, ich habe Kapitel 4 abgeschlossen und ich weiß nicht, ob die Folge schon gelaufen ist. Jedenfalls steht dann dieses Pferd hier zum Kauf in Saint-Denis. Und das ist der schwarze Araber, ist prinzipiell genau das gleiche wie der weiße Araber auch, nur halt eben zu kaufen. Und da ich ja einen leichten Sammeltrieb habe ich gedacht, ach komm, gibst du mal die Knete aus.
Ich habe ihn mal vorsichtshalber, ja, ist ein schwarzer Rappe, Ri getauft, wie das Pferd von Kara Benemsi. Und ja. Zu dem Sattel kann ich euch auch noch ein bisschen was erzählen, aber ich glaube, das machen wir dann, wenn wir dann auch beim Trapper sind, weil dann möchte ich euch das richtig zeigen. Ihr könnt ihn hier schon mal euch angucken. Es ist ein Alligatorenledersattel und ja, dazu aber mehr. Ja, das war die nicht ganz so legendäre Jagd nach dem legendären Elch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und vor allen Dingen, ihr wisst jetzt, wo es ihn zu finden gibt. Ich hoffe, ihr macht es besser als ich und sammelt nicht noch zwischendurch Kräuter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen angenehmen Abend und viel Spaß weiterhin mit dem Let's Play. Macht's gut und ich sag tschö mit Ö.